Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin mal wieder da mit Folge 40 von Let's Play City Skylines. Letztes Mal haben wir einen Hafen gebaut, unsere Stadt vergrößert und so weiter. Das müssen wir mal, was wir noch machen können. Wir werden neue Gebiete höchstwahrscheinlich ausschreiben. Das Ganze mal vergrößern. In der Hoffnung, dass dort bald mehr Leute einziehen. Genau. Ich muss mal schauen, wann wir die nächste Errungenschaft oder so erreichen. Sprich, wann ich ein neues Gebiet kaufen kann. Ich brauche nämlich mehr Forstwirtschaft und also mehr Industrie. Das muss man doch schon langsamer machen. So, da warten wir noch schnell, bis das hier geladen ist. Genau, sind wir auch schon. Jo, hier die Metropole erreichen bis 60.000, sind noch 10.000 Anwohner. Schon noch ganz schön was. Genau. Was haben wir eigentlich schon für Errungenschaften? Okay, die, wo grün sind, haben wir schon und die, oder die farbig sind, haben wir schon. 20 Transportlinien. Drei Distrikte haben wir gezeichnet. Wir haben den Menschen komplett, der hat die Schule komplett gemeistert. Polizei haben wir. Die erste Stadt haben wir. Und wir haben alle City Services unlocked. Wir verdienen mehr als 15.000 pro Woche. Immer noch, und hier sind wir bei 30. Genau, wir haben die Infoviews panelt. Und mehr als. Oh, das war schlecht. Wir haben eine schlechte. Ja. Die Leute mögen uns nicht. War mal so. Jetzt schauen wir mal, was wir so an einzigartige Gebäude. Minus ein Geld können wir nicht. Drei Instanzen vom Friedhof. Also drei volle Friedhöfe. Halleluja. Gesundheit schlecht. Industriegebiet haben wir fast 10.000 Quadratmeter. Wohlstand haben wir auch. Dann nächste Stufe. Müsste das nicht Stufe 2 sein? Zweimal Stufe 1, cool. Ne, ist einfach nur ein Fehler. Hier sollte Stufe 2 stehen. Ja, das sind alles eigentlich so Negativ-Dinger. Alle Steuern ist genau. Transportum. Der ist hier geboren und hier gestorben. Das ist cool. Ja, Flughafen bauen wir bald. Dann, ja, da haben wir auf jeden Fall schon einiges. Gut. Wir wollten hier weitere Gebiete ausschreiben. Haben wir hier eigentlich schon ein District? Ja, haben wir. War mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir hier ein District schon haben.
Mache ich einfach mal alles grün. Ich gehe wahrscheinlich einfach mit dem Tool hier. Ich sage, das ist alles grün. Ja, und das ist alles grün. Aber hier Industriegebiet machen wir dann wieder so. Nicht Industriegebiet, Gewerbegebiet. Brauchen wir nämlich schon einiges. Ich hoffe, das reicht dann. Das hier alles als Gewerbegebiet. Mal schauen. Auf jeden Fall brauchen wir dann demnächst mehr Industrie. Wir können aber hier weitermachen mal mit Verkehr, mit U-Bahn-Stationen. So kommt dann. Ja, hier kommt wieder eine. Es ist ja egal, ob sie jetzt Strom haben oder nicht. Die kriegen dann schon irgendwann Strom. Hier haben wir das Problem gehabt, dass wir da gerade kein. Ja, eben. Jetzt hier selbst keine Dinger machen können. Da ist der Kreisverkehr im Weg. Ich weiß, er hat keinen Strom, aber meckern nicht. Ist halt so. Ich hoffe, ich baue sie relativ unregelmäßig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue jetzt da nicht so sehr drauf. Das reicht auch erstmal wieder. Die kosten ja auch alle Unterhalt, wenn ich es jetzt alle klar. Jetzt kann ich mal einen Zug durchmachen. Das, dann kommt hin. Hier braucht man ein hier. So, jetzt muss man halt warten, bis hier alles besiedelt ist. Alter. Genau, was meckern die hier? Nicht genügend Verkaufsfonds, was ist da? Hier braucht man echt noch einen Friedhof. Ihr kriegt das hier und ihr kriegt ein Krematorium. Ich hab's ja. Warum geht das hier nicht? Ich könnte hier glaube ich auch mal noch einen Güterbahnhof bauen. Weißt du was? Machen wir doch glatt. Das ganze Gewerbegebiet. Ist es vielleicht nicht doof, hier einen Güterbahnhof zu haben. Irgendwo war es doch gerade grün. Nicht hin. Jetzt haben wir es. So, haben die noch genügend Strom?
Wie viel braucht der? Er scheint auf jeden Fall so zu sein. So, dann können die nämlich hier auch die Güter dahin fahren. Ich verstehe nicht, warum bauen die hier so doof rein. Oh, da gibt es sogar Strom. Bis auf die da hinten, aber das nervt. Warum bauen die hier hin? Das ist mir halt echt ein Rätsel. Gut. Aber jetzt haben wir wieder ein bisschen was. Warum sind hier so viele verlassene Gebäude? Nicht genügend Arbeit sein. Entschuldigung für den kurzen Cut, aber ich musste kurz drin weg. Dass ich mich schade. Ja. Jo, hier ist Müll. Warum ist hier Müll? Oh, da kommt keine Müllabfuhr hin. Das ist ja doof. Und Bomber. Nee, ich will hier keine Mülldeponien mehr hinbauen. Ach, hier bauen wir eine kleine hin. Ja, hier die kleine Mülldeponie mit. Zwei von denen. Und eine Verbrennungsanlage. So. Dann sollte das Problem aber hier behoben sein. Ja, schaut danach aus. Genau. Und das stimmt doch gar nicht hier, unsere Müllabfuhr ist super. Ja, passt alles hier. So geil. Ne, hier hinten nicht, aber. Gut. Ah, es kommen aber Frachtdinger an, das ist gut. Lol. Megastore. Wie viel Passagiere? 112. Ist ja schon mal ganz gut. Fahren die auch die Leute in den Haufen? Mir gefällt die Grafik echt von dem Spiel. Die fahren da echt knallhart drüber. Ha, jetzt hat sich hier ein Haus angesiedelt. Das heißt, ich dürfte es die Dinger wieder löschen können. Genau. Ja, das sind hier noch solche Sachen, die brauchen wir noch nicht. Haben wir hier eigentlich die Linien? Hier haben wir noch keine Linie. Super. Dann schauen wir weiter. Ja, verlassene Gebäude sind jetzt doch momentan ein bisschen egal.
Meilenstein, 52.000. Die Einwohner sinken und ein bisschen, also nicht die Einwohner an sich, sondern die Geschwindigkeit, mit der sie zuwandern. So, jetzt schauen wir uns mal bei den einzigartigen Gebäuden an. Sollen wir die mal bauen? Die können wir mal irgendwo hier hinsetzen. Dann kommen vielleicht mehr. Sind wir hier? Das ist das Transportturm. Gemahlen. Hier irgendwo später mal hinsetzen. Sind wir hier? Wow, groß. Opernhaus, können wir schon. Ja, wir können eh schon relativ viel bauen. So, wir schauen uns mal kurz. Warum sind hier immer noch Tote? Ich hab doch hier genügend. Ja. Vielleicht ist er gerade so sehr beschäftigt. Was soll ich jetzt mal anschauen? Irgendwas hier. Ich bin ein übelst verplanter Mensch. Gesundheit. Schaut gut aus. Happiness. Schaut sehr gut aus. Bildung. Schaut gut aus. Was dürfen wir vielleicht schon? Sprechen haben wir. Ich weiß keine. Importprodukte waren. Wir haben halt hier voll viele Exportdüfte, die haben. Aber schon doch nicht. Wir haben 4% arbeitslose Bürger. Das ist doch in Ordnung. Ja, da bin ich zufrieden. Genau, Bodendichtheit würde ich mir anschauen. Und zwar. Von dem Distrikt her. Ja, hier. Wo ist denn das Distrikting? 33 nur. Warum nur so niedrig? Ich weiß es nicht. So, Strom schaut gut aus, Wasser schaut auch gut aus. Und dann hier schaut alles gut aus, dann will ich doch mal sagen. Wir machen Schluss für heute. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dann, ciao.